praktisch allen wahrscheinlichkeitstheoretischen Berechnungen liegt dasselbe Modell, das sogenannte Standardmodell, zugrunde. Man geht aus von der Vorstellung eines Versuchs, den man sehr oft, beliebig oft wiederholen kann. Die Resultate dieses Versuchs bezeichnet man als Elementarereignisse, dann üblicherweise mit klein Omega bezeichnet. Und Groß Omega, der Raum dieser Elementarereignisse, ist der sogenannte Stichprobenraum. Und bei dem Beispiel unserer beiden Würfel ist der Raum aller Elementarereignisse besteht aus allen Paaren x, y, wobei x die Augenzahl des roten Würfels und y die des weißen Würfels ist. Und jeden klein Omega, jeden möglichen Resultat, ordnet man dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit P von Omega zu. Und diese Wahrscheinlichkeiten sind Zahlen, die größer gleich 0 sind und die sich auf 1 aufsummieren. Man kann sich vorstellen, das sind Gewichte mit einem Gesamtgewicht 1, die verteilt sind auf diese einzelnen Punkte, ähnlich viele Punkte übrigens, des Stichprobenraums. Unter einem Ereignis versteht man dann eine Teilmenge von Groß A, von Groß Omega. Zum Beispiel bei unserem Würfelbeispiel, die Augensumme ist 9. Und die Wahrscheinlichkeit P von A, von so einem Ereignis, ist dann die Summe der P von klein Omega, für alle die Omega, die zu Groß A gehören. Und da sieht man dann sofort, dass für die Wahrscheinlichkeiten P von dem Ereignis A gilt, dass das eine Zahl ist zwischen 0 und 1, dass P von Omega gleich 1 ist. Mit Sicherheit passiert ja irgendetwas. Und dass P von A oder B gleich ist P von A plus P von B, wenn A und B disjunkte Ereignisse sind. In dem Spezialfall, dass alle P von Omega gleich groß sind, also alle möglichen Resultate des Versuchs gleich wahrscheinlich sind, das ist ein Spezialfall, den man als das Laplace-Modell bezeichnet, gilt dann natürlich, dass P von A, die Wahrscheinlichkeit von A, die Anzahl der günstigen Fälle dividiert durch die Anzahl aller möglichen Fälle ist. Also bei unserem Würfelbeispiel Augensumme 9, das ist 4, weil es gibt 4 günstige Fälle, die die Augensumme 9 ergeben, dividiert durch 36, das ist die Anzahl aller Fälle. Meine Damen und Herren, das hier soll kein Kurs für Wahrscheinlichkeitsrechnung sein. Wir wollen ja auf die Philosophie treffen. Aber jetzt scheint es, als wären wir tatsächlich einer philosophischen Aussage auf der Spur. Haben wir jetzt nicht schon die Antwort auf die Frage, was Wahrscheinlichkeit ist? Es ist die relative Häufigkeit. Es ist eine handfeste, messbare, empirische Größe. Warum sagt dann Bertrand Russell, dass niemand eine Ahnung hat, was Wahrscheinlichkeit bedeutet? Nun, da müssen wir etwas ausholen. Zunächst einmal diese sogenannte frequentistische Interpretation der Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich eine gute erste Annäherung. Die meisten praktisch tätigen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler teilen diese Auffassung unbedenklich und fahren sehr gut damit. Es ist übrigens auch eine sehr gute Methode, um viele wahrscheinlichkeitstheoretische Fehlschlüsse zu vermeiden. Dazu gehen wir vielleicht zu dem Beispiel zurück von unserem Corona-Test. Erinnern wir uns, eine von 1000 Personen ist infiziert und daher positiv. Stellen wir uns jetzt eine Kohorte von 1000 Personen vor. Eine davon ist infiziert. Wir haben vorausgesetzt, dass 5% der gesunden 99, also sagen wir 1000 Personen, auch positiv getestet werden, obwohl sie gesund sind. Das gibt circa 50 Personen, die positiv getestet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter den circa 50 auf positiv getesteten Personen der oder die eine Unglückliche ist, die wirklich krank ist, ist dann tatsächlich nur 1 zu 50, ist also ungefähr 2%. Genauso können wir uns das auch beim Beispiel von der unterbrochenen Würfelpartie vorstellen.
Stellen wir uns vor, dass ein sadistischer Kardinal Richelieu die beiden Spieler dazu verurteilt, ihre Partie 1000 Mal zu Ende zu spielen. Was passiert dann? Nun, in der Hälfte der Fälle, also ungefähr 500 Mal, wird der, der in Führung liegt, die nächste Runde gewinnen und damit das Gesamtspiel gewinnen. Und in den restlichen 500 Fällen ist es 50-50 und mit 250 von diesen Fällen ungefähr wird der Führende gewinnen und damit insgesamt gewonnen haben. Und der Nachzügler, der zum Stand von 2-1 schlechter dagestanden ist, der wird also nur in 250 von 1000 Partien gewinnen. Seine Gewinnchancen insgesamt sind also nur 1-4.